Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Sturmangriffkrieg dieses Ablaufs. Ich werde nochmal fix hier die ganzen Späße einsammeln. Bin gerade so ein bisschen wach geworden. Häuser voll. Und ja, wir wollen es natürlich nicht so kommen lassen wie im letzten Sturmangriffkrieg, wo wir knapp 2000 verloren haben, wenn mich nicht alles täuscht. Das war eine heftige Nummer. Aber ich glaube, ich habe schon mal geluncht. Es sieht besser aus. Was aber auch interessant sein wird, wie gerade der Stand des Bordes ist. Wie gesagt, ich habe gar nichts. Ja, mir angeschaut oder vorgenommen oder irgendwas. Ich gehe jetzt einfach rein, weil ich muss. Jo, die Werbung wollte ich euch nicht zumuten. Jo. Unser Gegner sind die Meraki Phoenix, Portugiesen, so wie es aussieht, oder Brasilianer sogar. Ja, brasilianische Allianz. Und die sprechen natürlich Portugiesisch dann. Und hier haben wir ein bisschen weniger Heilfriken als beim letzten Mal, aber das, was ich jetzt gerade sehe, ist nicht wirklich nett, was da noch steht. Wir haben hier einen Russell Inactive. Interessant. Okay, das wird das SIF-Team werden. Zack. Zack, zack. Zack, und du kriegst die Prozente. Ja, ich nehme immer die Prozente mit, aber noch mal schauen. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Dreier-Kombis wieder rein. Nicht so wie beim letzten Mal, aber wir haben gar nichts. Wie bekommen wir aus gar nichts ein bisschen mehr? Das ist ein bisschen mehr. Ja, wird einmal auslösen auf jeden Fall. Oder auch nicht. Okay, dann zack. 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 Ab ins Leere damit. Und ach, ich hätte einen Attacker voran machen können, aber ist egal. Dann ist er halt jetzt an. Aber die Gefahr ist schon gebannt in dem Team. Gucken, vielleicht kriegen wir hier noch was, was wir komplett ghosten können. Oh, das fliegt lila in gelb. Das ist gut. Selber umgebracht. Damit laden wir wieder alles. Kriegen auch den Blind weg oder fast alles. Okay. Ist aber nicht schlimm. Die haben Fiends drauf. Pro Runde 142. In zwei Runden ist er weg. Spielen wir einfach nicht rein. So. Und weg. So, das war Nummer 1. Dann schnappen wir uns den Kunchen. Mit unserem roten Bums-Team. So, in unserem ersten roten Bums-Team. Meisten bumst er. Dann. Hier muss wieder natürlich das so gemacht werden. Und los geht's. Easy peasy. Jetzt vielleicht das Bums-Team auch für irgendeine Afrika aufheben sollen.
Ja, wir machen hier gar keine Gefangenen bei dem Team. Oh mein Gott, ich kriege ja alle gleich geladen, bevor. Das ist ja geil. Okay, was ist schlimmer? Die linke Seite. Nee, die rechte Seite. So, zack, zack, zack. Kriege gleich ein Brot-Eis. Bumm. Da ist die Ische weg. Jetzt können wir gleich rot ghosten. Und dann drösch mal den Rest weg. So, das war auch ziemlich zügig. Hier kann, glaube ich, keiner wiederbeleben oder ausweichen oder sowas. Genau. Dimitri. Dann, was konnte dieser Wolf nochmal? Meine Regeneration anheben. Gegner Mana runter. Und alle machen Gegenangriffe. Also den wollen wir einfach nur nicht auslösen lassen, oder? Was ist denn ja noch in dem Team drin? Mutter Nord, ein Golemboss, die Glenda, Yunnan. Jetzt muss ich nochmal schauen. Oh ja, doch, wir nehmen den. Wollen ihn einfach nur nicht auslösen lassen. Okay, dann. Zack. 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 So, Hänsel und Gretel, kommt mal mit. Ihr dürft beide mitkommen. Ja, dürft beide. Obwohl, nee, wir nehmen mal Losi und Zock, denke ich. Ja, Hänsel und Gretel nehmen wir woanders mit. Malosi ist hier besser, weil er alles aufhebt gegen Alfrike. Natürlich macht er, dass wir nicht den Debuff bekommen, aber wir bekommen die Lebensreduzierung. Hänsel und Gretel verhindern das komplett. Deswegen nehmen wir hier Malosi mit. Ja, und zockt den mal einfach mit, weil was können. Hänsel und Gretel ist ein Familienbonus, deswegen spiele ich die eventuell sogar zusammen. Aber wir müssen hier nochmal schauen, dass wir die Truppen nicht verhunzen. Kostümbonus garantiert. So. Wir haben ja dort die 4% mitgenommen bei der Herrin. Und los geht's. Grün oder gelb ist egal, was kommt, wenn wir zwei Matches bekommen, bevor der Bosswolf durch ist. Oh je. Und ich habe keinen Glanz dabei. Ach. Das könnte durchaus schwierig werden. Wenn es nicht schon verloren ist. Jetzt muss ich hier ordentlich Bordbewegungen machen. Das Ding ist, glaube ich, fast durch. Da hat er bei uns jetzt massiv die Bremse reingehauen. Ja. Ich habe vergessen, Clans mitzunehmen, aber ich glaube, wir würden nicht mal den Clans ready bekommen, so wie das hier aussieht. Losi immer noch nicht am Start, und der wird jetzt gleich am Gegenschlag sterben. Odantell kann ich auch nicht auslösen, das ist direkt weg. Ist die Frage, reicht das für Grün? Ja. Aber das war's. Gott verdammt, was habe ich hier getan? Wenn ich habe einfach keine Farbe bekommen. Vielleicht hätte ich doch anstatt.
Ich will es nie, anstatt Onatel noch Merlin oder so einpacken sollen. Dritte Farbe 311. So, wir machen aber jetzt noch mal maximalen Schaden. Ach, herrje. 14, 2, 4, 6, 8, 9 weniger Ziele. Ich muss ihn nicht nochmal angreifen. Gerson Meraki. So. Hallo. So. Wir haben einen Quintus. Ist das so ein komischer Quintus? Nee, das ist normaler. Was macht er hier? Wollen dich eigentlich ein bisschen aufhalten, oder? Müssen wir bei uns was glänzen oder beim Gegner? Der macht keine Buffs, der macht puren Schaden. Der ist bloß gegen Grün. Ich brauche mal hier nur Heilung. Heilung und Bremse. So, zack. Zack. Das ist nicht genug gelb. Das ist nicht genug rot. Zumindest unseren Heiler kriegen wir zügig an den Start. Rot oder gelb? Hallo? Aha. Was ist schlimmer, rechts der Damage natürlich. Oh, jetzt löst die blöde Kuh dort außen aus. Der pure Damage. Ich will rot. Lösen beide aus. Das ist weniger schön. Stopp, stopp, stopp. So. Das sieht auch nicht gut aus. Also irgendwie spiele ich nicht gut. Oder baue schlechte Teams, ich weiß es nicht. Aktuell ist der Wurm drin. Bitte nichts in Kardielen. Na prima. Oh mein Gott, hatte ich da gerade Schwein. Dass da die Kaskade noch kam. Minions, lasst die Leute am Leben. Ach, sehr gut. Eigentlich. Ach komm. Der tut zwar jetzt richtig weh. Oh mein Gott, er tat richtig weh. So, komm schon. Ja. Blau. Heilung anschmeißen. Geduldig spielen.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Also einen Stein sollte er noch nicht auslösen, da kann ich noch mal ein bisschen höher ticken. Sollte trotzdem reichen. Raffaele regelt. So. Schön geduldig weiterspielen, die haben keine Heilung. Noch ein Zug. Puh. Oh, da hatte ich ja Panikattacke zwischendurch. Aber es hat gelangt. So. Was haben wir jetzt noch im Köcher? Okay. Lila Zerstörung. Mit Support von wegen mir. Emilio und Gullenbus, die würde ich sagen. Die Sif nehmen wir nicht. Schwierig. Hier muss ich gleich noch mal schauen. Okay. Sie macht massiven Death ab, den kontern wir sowieso. Wir brauchen, glaube ich. Ach, wir haben hier eine. Okay, da muss auf jeden Fall Emilio mit. Und Gullen. Warum Gullen? Das Leben, was sie uns nimmt, gibt er uns zumindest wieder zurück. So, testen wir das mal. Okay. So wenig wie möglich, logischerweise, in sie reinspielen. Wir haben bei Gullen aber schon ordentlich Rabatz gemacht. Das ist ein schlechterer Death Down, aber ich glaube, links ist weg. Ach, verdammt, bist nicht weg. Aber wir können schon mal einmal Gullen zünden. Ah, wir hätten dreimal Gullen zünden können, wenn das keine Kaskade ist. Uff. Komm schon, rot. Okay. Jetzt lebt sie noch ein bisschen. Nö, sie ist tot. So. Dann, ich werde mich hüten, dort rechts irgendwie reinzuspielen, dass die jetzt weiter heilt. Deswegen ist Gullin dabei. Ach, hör auf. Entschuldig bitte.
So, holen wir uns mal die Lilanen wieder ran. Ja, ich hätte Gullin zünden können, aber ich will auch was von seinem Schaden haben, ehrlich gesagt. Da kam er. So. Machen erstmal den Death Down. Dann ziehen wir den Hasen durch. Dann machen wir hier nochmal Burning für unsere Heilung. Und das war's. So, jetzt haben wir noch einen vor uns. Und da müssen wir kurz überlegen, nehmen wir ihn? Wo das Haupttier schon fast tot ist, aber eine Mutter Nord dabei ist. Ja, komm, Rache ist Blutwurst. Ja, haben nicht wirklich gelb. Können wir noch Hänsel und Gretel spielen, oder? Wo ist denn Hänsel? Da ist Hänsel, da ist Gretel. So, Hänsel und Gretel. Ist hier ein Death Down dabei? Nee. Brauchen wir auf jeden Fall einen Cleanse. Auf beiden Seiten. So, hier mal kurz Pause. So. Mickey sollte man eigentlich auch mitnehmen. Wäre eine Verschwendung, ihn nicht dabei zu haben. Aber jetzt haben wir schon drei Farben. Ich würde gern dreimal gelb spielen. Aber wenn wir eine Entfernung dabei haben, brauchen wir es nicht. Zack, haben wir noch was Grünes, was sei. Ah! Melendorus Maximus. So, zack. Das sieht doch gut aus. So, zack. Gucken wir nochmal den Gegner an. Ja. Hoffen, beten, los geht's. Das ist nicht so viel Gelb, wie ich gern gehabt hätte. Aber wir haben Grün für Hänsel. Dann können wir in der Mitte auch ein bisschen reinkrachen. So. Wir können auch das machen. Oh, Gretel wird jetzt gut versorgt. Oh mein Gott. So, dann hoffen wir mal, dass hier der Kleriker nicht reinspielt. Das ist mein Melindor hat es zerlegt. Wie ist denn das jetzt passiert? Oh, ich sehe einen grünen Diamanten. So, jetzt schön die Buffs im Auge behalten. Okay, als nächstes muss er hier weg. Zack. Gretel hier drauf. Gegen Hänsel und Gretel wieder ran. Dann kümmern wir uns um den Kollegen. Na ja, komm, weg ist weg. Wir können ja eh wieder ghosten. Und dann um den letzten Kollegen. Und dann haben wir den Lego dann doch noch im zweiten weggemacht. Was eigentlich fast ein One-Shot war mit 48 Punkten. 50, okay. Dann sind wir insgesamt gelandet bei 264. Das war relativ okay. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man die Defensive von. Entschuldigung für das Klappern, meine Frau räumt ein Geschirrspüler aus. Wenn die Defensive vom letzten Gegner mit der von mit diesem Gegner vergleicht, ist das schon ein himmelweiter Unterschied. Und ich habe bei mythischen Titanen mal beobachtet, wo unser letzter Gegner dort gerankt war, waren Top 10. Ja.
Also so viel dazu. Wir schauen nochmal meine Dev-Fix rein, die noch nicht zufriedenstellend ist für Rush, aber das ändert sich bis zum nächsten Mal Rush hoffentlich. Hier war es ein Two-Shot. So. Auch ein Two-Shot. Auch ein Two-Shot. Okay, kein One-Shot, krass. Mit der Def. Na gut, die Def ist zu 100% Mana-Kontrolle. Xmalfort gibt ein bisschen was und alle anderen nehmen oder lassen nicht auslösen. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Endergebnis am Ende des Kriegs in der Beschreibung, wenn es von mir ist, noch nicht ganz, aber gewonnen ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.